Der VfL Wolfsburg zu Gast in Leverkusen für Bayer in Rot. Gibt's eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. In den vergangenen 3 Bundesligaspielen gegen Wolfsburg haben sie immer ein Tor geschossen. Jetzt die schlechte. Sie haben allerdings auch 14 kassiert in diesen 3 Partien. Doch hier startet Bayer besser. Erste Chance nach 3 Minuten. Jill Byings gegen Merle Froms. Die Leverkusenerin setzt sich durch und schiebt den Ball ins Tor. Aber der Treffer zählt nicht. Schiedsrichterin Melissa Joos sagt, Froms hatte den Ball unter Kontrolle. Die Stürmerin stibitzt ihn ja aus der Hand. Naja, harte Entscheidung. Und so ein bisschen Glück bräuchte man gegen die Wölfinnen schon. Leverkusen hatte das hier jedenfalls nicht. Vergangenes Wochenende gab es für den VfL ja die erste Liga-Niederlage seit knapp 1,5 Jahren. 1:2 gegen Hoffenheim. Aber hier wollen sie nichts anbrennen lassen. Flanke landet bei Alexandra Popp und da erwischt niemand mehr den Ball. 0:1, Wolfsburg führt, 13. Minute. Klar, gute Flanke von Latwein und Popp setzt sich stark durch. Aber das ist einfach schlecht von der Leverkusener Hintermannschaft. Friederike Rebhol im Tor sieht da nicht gut aus, die ehemalige Wolfsburgerin. Viertelstunde gespielt. In dieser Phase ist es eine Machtdemonstration der Wölfinnen. Sie kombinieren sich über den Platz. Das ist schnell und direkt gespielt. Erneut geht's über rechts. Und in der Zentrale ist wieder Popp. Ein fantastischer Kopfball. 0:2. 16. Minute. Wolfsburg bärenstark. Man kann einen Treffer nicht viel schöner herausspielen als diesen. Und über den Abschluss müssen wir natürlich auch noch reden. Alexandra Popp mit voller Wucht und Überzeugung geht sie in den Ball. Nicht zu verteidigen, großartig gemacht. Chancen gibt es hier nur noch auf einer Seite. Die Leverkusenerin Amira Afawi rutscht aus und dann geht es gleich ganz fix bei Wolfsburg. Jill Roth, die traut sich was zu an den Pfosten. Bayer tut sich schwer, überhaupt hinten rauszukommen. Hier hat die Heimelf Glück, dass der Ball wieder rausspringt. Dann ist Pause im Ulrich-Haberland-Stadion. Stimmung ist gut, bei den Gästefans noch ein bisschen besser. Denn in den vergangenen 10 Spielen gegen Leverkusen hat der VfL 47 Tore geschossen. Also knapp 5 pro Spiel. Da fehlen noch 3. Aber warten wir mal ab, denn es geht weiter Richtung Bayer-Tor. Eva Pajor, erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel. Aber hier taucht Rebhol runter und fischt den Ball raus. Wolfsburg braucht mindestens einen Punkt, um wieder Tabellenführer zu werden. Bayern gewann am Freitag bereits gegen Duisburg und übernahm vorübergehend Rang 1. Aber für den VfL sieht es gut aus. Nächste Szene wieder gefährlich und der Ball ist drin. Jule Brandt, 66. Minute, das 0:3. Bayer am Boden und die Wölfinnen jubeln. Stark von Brandt, gerade eingewechselt, die erste Aktion von ihr. Zunächst die Hereingabe, dann durcheinander im Strafraum, aber Brandt setzt nach und macht den Treffer allein gegen 4 Leverkusenerinnen. Und ja, bei Bayer geht in dieser Partie nicht besonders viel. Der Tabellensechste kommt so gut wie nie zu Torabschlüssen. Hier vielleicht mal eine Möglichkeit. Aber letztlich ist das nur ein Schüsschen und auch das geht weit vorbei. 6 Punkte Vorsprung hat Leverkusen auf die Abstiegszone. Der Abstand sollte normalerweise reichen. Hier wird es keine Punkte geben, denn wenn von einer Mannschaft Gefahr ausgeht, dann vom VfL. Immer wieder versuchen sie es über außen. Da entstehen oft gute Möglichkeiten. Achtung, Ball noch heiß und dann verwandelt ihn Tabea Wasmuth. 78. Minute, 0:4. Brandt trifft den Ball nicht richtig, Pajor bringt ihn dann wieder rein und Wasmuth mit dem Tor, auch sie eingewechselt. Zweites Joker-Tor also für Wolfsburg, gut reagiert. Erst von Pajor, dann von Wasmuth und die steht auch bei der nächsten Szene im Fokus. Die 26-Jährige zeigt eine gute Leistung seit ihrer Einwechslung. Tabea Wasmuth hier fast allein vor dem Bayer-Tor, Rebhol hält. Ein 5. Gegentor will sie nicht kassieren.
Ab in die Nachspielzeit, letzte Chance dieser Partie, Ecke Leverkusen und da steht Lila Turani. Genau richtig, das 1:4 durch Ungarns Fußballerin des Jahres. Unter der Woche hatte sie ihren Vertrag bei Bayer verlängert. Hier gibt es eine kleine Belohnung und zwar mit dem Schlusspfiff, denn das war's. Leverkusen gelingt doch noch ein Treffer, aber der ändert nicht allzu viel. Der VfL Wolfsburg gewinnt völlig verdient und ist damit wieder Tabellenführer der Bundesliga. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.